Hallo. Ja, heute gibt es eine neue Geschichte aus der Serie, wie ich Gott erlebe. Und zwar möchte ich euch heute mitnehmen zu einem Energieheilungsseminar, was ich vor vielen, vielen Jahren gemacht habe. Zu mir kam eine japanische Heilkunst und die hat mich zum ersten Mal wieder so richtig an die Verbundenheit aus Himmel, Herz und Erde, aus Geist und Herz und Materie erinnert. Und das hat mich so in der Seele tief berührt, dass ich da eine Ausbildung gemacht habe. Und ich möchte euch mitnehmen zu einem Ausbildungswochenende, beziehungsweise nee, es war eine Ausbildungswoche, 5 Tage waren wir zusammen in einer Gruppe von 50 Leuten und haben diese japanische Heilkunst studiert und erlernt und hat sehr viel Freude gemacht. Es war eine ganz tolle Lehrerin, die sehr viel Ruhe und Souveränität ausgestrahlt hat. Und ich möchte heute euch ein bisschen aus dieser Woche erzählen. Auch im Hinblick darauf, so ein bisschen zeigen, was diese Gottespräsenz, wenn sie in Menschen wirklich aktiv wird, wirklich verändern kann. Und in der Gemeinschaft. Und das möchte ich heute mit dieser Geschichte ein bisschen vermitteln. Und das ist, wie ich Gott erlebe, in Gemeinschaft zum Beispiel. Und ja, ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Und zwar, wir saßen also mit 50 Leuten in dieser Ausbildungsgruppe. Und wie es wahrscheinlich in jeder Gruppe so üblich ist, wie man es auch aus früheren Schulklassen kennt, gibt es immer Frauen und Männer, Mädchen und Jungs, die irgendwie alles besonders gut machen wollen und so ein bisschen in die Rubrik der Streber fallen. Und wir hatten auch eine, ich sage jetzt mal Streberin, dabei und die saß natürlich in der ersten Reihe und die wollte alles sehr genau wissen. Und dadurch, dass wir eine Lehrerin hatten, die sehr geduldig war, war das erstmal kein Problem. Aber die war dann schon sehr, sehr wissbegierig und sie hat viele Fragen gestellt und hat oft den Fluss so ein bisschen vielleicht gestört. Für viele auf jeden Fall war ein besonderes Phänomen schnell bemerkbar. Und zwar hat sich so ein richtiger, also das war so ein richtiger, es war richtig fühlbar, diese Energie hat sich aufgebaut innerhalb der Gruppe, so ein richtiger Widerstand gegen die Frau. Und also in den ersten 3 Tagen hat es, also das war wie so ein aufbauender Widerstandsstrudel, kann man sagen, der immer mehr an Fahrt aufgenommen hat. Und diese ganze Widerstandsenergie, also irgendwie hat man das Gefühl gehabt, umso mehr Widerstand gegen die Frau aufkommt, umso mehr wird die auffällig. Und so wurde sie dann auch immer mehr zur, ja, gefühlt Außenseiterin. Und es hat so eine Fahrt aufgenommen, dass sogar die souveräne Lehrerin tatsächlich dann auch so ein bisschen da in den Strudel mitgerissen wurde und hier und da auch ein bisschen ungehalten war dann, was überhaupt gar nicht zu dieser Frau gepasst hat, aber das hat so eine Dynamik angenommen während der ersten 3 Tage, dass das ein spannendes Phänomen war. Was dann sogar in einer kleinen Gruppe, wir waren abends, ich glaube es war der dritte Tag oder der dritte Abend, da hatten wir uns in einer kleinen Gruppe mit 8 oder 9 Leuten waren das, glaube ich, oder 10, also so eine kleine Gruppe. Wir hatten uns zum Abendessen verabredet und dieses Phänomen war so gruppenübergreifend und so dominant, spürbar in dieser ganzen Gruppe, dass wir das besprochen haben. Und dadurch, dass wir uns in einem energiemedizinischen Seminar befanden, war das natürlich auch energiemedizinisch, energetisch sehr interessant und wir haben das Phänomen besprochen.
Und dann kam aus der Gruppe kam ein Vorschlag, eine Idee, ob wir nicht ein Experiment machen sollen am nächsten Tag. Und zwar, dass wir als Gruppe, wir diese 8, 9 Leute, dass wir bewusst uns ganz aktiv mit Mitgefühl für diese Frau verbinden und ihr quasi als Rückenstärkung dieses Mitgefühl senden, auf dem Herz, also vom Herz her, dass wir uns quasi in der Energie des Mitgefühls üben und diese Frau quasi mit unserer Herzensliebe, mit unserem Mitgefühl besenden sozusagen. Ja, und wir haben dann beschlossen, das Experiment zu machen. Die Frau wusste natürlich das nicht und auch sonst wusste das niemand außer unsere Gruppe. Und das erste Spannende war natürlich schon ganz am Morgen schon des nächsten Tages, weil es war so üblich in dieser Gruppe, dass man jeden Tag einen anderen Platz einnehmen sollte, so im Sinne des Perspektivenwechsels und Blickwinkelaustausch und so weiter. Und das Spannende war, wir saßen als diese Gruppe, eben diese besagte Gruppe vom Vorabend, saß komplett in der hintersten Reihe, in der letzten Reihe. Und die Frau, diese Außenseiterin, die kam dann rein mit einem anderen Mensch, der auch so ein bisschen als Außenseiter galt. Und das Spannende war, dass diese zwei sich tatsächlich direkt vor uns gesetzt haben. Also nicht mehr erste Bank, nicht mehr erste Reihe, sondern sie saßen direkt vor uns. Und uns kam es so vor, wir haben uns so angelächelt und haben irgendwie gedacht, das ist wie so Rückenstärkung jetzt für die zwei. Und naja gut, auf jeden Fall haben wir uns dann in diesem Mitgefühl geübt. Und es war sehr spannend zu sehen, wie die Frau immer ruhiger wurde. Also die war an diesem Tag überhaupt nicht auffällig sozusagen, sondern die wurde immer ruhiger und gelassener und das war irgendwie plötzlich, wie wenn da so eine Welle der Entspannung durch die ganze Gruppe wieder ging und auch bei der Lehrerin kam das an und ja, plötzlich war die sogenannte Außenseiterin plötzlich nicht mehr befeuert vom energetischen Widerstand der ganzen Gruppe, sondern eben durchflutet mit Mitgefühl und mit guten Energien. Und ja, plötzlich verwandelt die sich und muss nicht mehr der Dynamik des Widerstands Folge leisten, unbewusst, sondern konnte sich auch entspannen und ja, ruhig werden. Und plötzlich kehrte dann in den letzten 2 Tagen der Ausbildungsgruppe wirklich eine schöne Energie und eine wirkliche Friedenskraft in diese Gruppe ein. Und ja, wo Frieden ist, ist natürlich auch die Atmosphäre eine gesündere und dann lernt sich's auch besser und man macht schöne Erfahrungen. Aber diese Polarität zu sehen, beziehungsweise diese Dualität zu sehen in den Erfahrungen, allein dadurch, dass wir zuerst ein Feld des Widerstands kreiert haben in der Gruppe, was sich immer mehr aufgebaut hat im Negativen und parallel dann eben zu sehen, wenn sich nur eine Handvoll der Gruppe dazu entscheidet, im Mitgefühl zu sein, wie sich das dann in der ganzen Gruppe eben auch bemerkbar macht. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, was ja die Gottespräsenz in unserem Herzen und durch unser Wirken, durch unsere Gedanken, durch unser Fühlen, durch unsere Handlungen und unsere Worte, wie sich das eben grundlegend anders darlegen kann, wenn wir eben auch die Gottespräsenz in uns öffnen und aus dieser Gottespräsenz dann auch agieren in unserem Leben und daraus eben
leben. Ja. Und lieben. Ja. Und was wir dann als Gemeinschaft oder in Gemeinschaft, wie wir die Dinge eben drehen können. Wir sehen heute in Sachen Corona und Co. sehen wir ganz viele Beispiele, wie eben sich gerade der energetische Wirbelsturm für ganz viele immer weiter und brennender und bösartiger, also dynamischer wird und zunehmend potenziert. Und ja, was würde sich wohl verändern, wenn nur ein Teil dieser Gruppe sagt, ich nehme mich aus diesem negativen energetischen Wirbelsturm raus und richte meine Herzkraft, meine Lebenskraft, meinen Geist vollständig auf Frieden und auf Mitgefühl. Und wie würde sich das wohl dann auswirken? Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Und ja, vielleicht erreicht dieses Video ja den einen oder anderen, der da im negativen und bösartigen Wirbelsturm drin ist. Ja, ich hoffe, das hat euch inspiriert und freue mich, wenn ihr das Video weiterteilt. Genauso natürlich wie alle anderen Videos auch. Und ja, wünsche euch einen ganz wundervollen Tag und habt immer schön euren Geist und euren Geistesfokus, eure energetische Ausrichtung im Blick, weil die erschafft dein, mein, unser aller Leben und unsere aller Realität, letzten Endes als Menschheit. Und deswegen ist so wichtig, da schön drauf zu achten. Hab einen ganz wundervollen Tag. Viel Frieden und Happiness. Schönen Tag. Ciao, ciao. Das mit der Fernbedienung ist irgendwie nicht meine Sache hier.